Da bin ich wieder bei einem Black Screen. Nee, dann nur Ladebildschirm. Abwarten und Tee trinken. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash Wie jede und Captain Vorschau Dallas beginnt das so. sind tot. Oder das Spiel war schon zu Ende? Ladung Ich und weiß Schiff es sind nicht. zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. So, da bin ich wieder. Tastenbewegung zum Gehen, ja, ich weiß. Habe ich gemacht. Anmelden. Bin ich schon mal drinne? Ripley, ist das jetzt die Tochter? Ja, habe ich gemacht. Hier wieder nicht. Hier auch nicht. Rennen kann ich in diesem Modus hier nicht. Gute Frage.
Beim Registrieren machen können Sie manuell speichern. Ah, hier kann ich speichern. Vorher war es bloß Checkpoint erreichen und dann. Jetzt ist aber. Jetzt kann man hier an solchen Punkten speichern. Das ist schon mal ganz gut. Das hat sich geändert. Überall mal ein bisschen nachschauen, ob hier irgendwo was sein könnte oder auch nicht. In der Raumstation rauchen, ist das so gut? Habe ich hier schon alles durchsucht? Kann ich ehrlich gesagt noch ja nicht so sagen. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier schon mal. Hier geht es wahrscheinlich nicht lang, sonst würde das da unten erleuchten. Logischerweise. Wo geht es hier lang? Diese Station ist wirklich groß. War ich denn nicht vorhin schon gewesen? Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Venostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Sie sollten sich besser umziehen, Ripley. Verlaine wird uns bald zusammenrufen. Okay, Ziel abgeschlossen. Ich wusste noch nicht mal, dass es überhaupt ein Ziel war. Samuels war meines Erachtens doch dieser Android, der... ja, wie Mensch aussah. Okay. Hier ist eigentlich nichts. Also Alien, das ist schon lange her. Als ich da mal die Serie Folgen gesehen habe. Dann Alien vs. Predator und Alien, die Wiedergeburt und... keine Taylor, Ahnung. Guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Wayland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Alan Ripley. Haben Sie gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Sie sollten sich besser umziehen, bevor Verlaine uns versammelt. Aber die Raumstationen haben, muss ich ehrlich sagen, haben sich irgendwie gar nicht verändert. So. Was gibt es denn hier? Freigeben, Passagierliste und so weiter. Ja, eigentlich nicht. Fortsetzen. E auswählen. Dann zurück mit Q. Okay, dann wieder runter und wieder E. Okay, das habe ich schon mal begriffen. Christopher, Ripley, Amanda, Taylor, Nina, sind alle da. Okay, Q und Q und weg. Gut, umgesehen habe ich mich. Ich würde trotzdem gerne rennen. Ist das die gleiche Station wie vorhin? Tür verschlossen, die wollen mich da nicht drin haben. Was für ein Glück aber auch, da muss ich weniger laufen. Im Müll ist auch nicht. Ja. So. Dann laufe ich erstmal hier lang. Und mache erstmal eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal, denn die Folge ist schon wieder vorbei.